Kerl, dann sind wir 9 Leute. Das ist ja voll scheiße. Ranked, Alter. Bin noch im Ranked, was für ein Schmutz. Nein, aber wer spielt hier in Ranked, wenn man nicht Streamer ist? Tut Alter, Alt-F4 gibt eh kein Punishment. Ja, das frag ich mich auch, wer Ranked spielt, wenn man kein Streamer ist. Ich. Mikrofon muted. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Es ist so weit. Klör, warum hast du da gerade umgedreht? Was? Ich kam gerade vom Start wieder Richtung Reaktoreingang, da lag Elena ja, und der erste, der mir entgegenkam, war Anthony. Nein, das war Technik. Wo liegt die denn? Wo liegt die denn? Hat er doch gerade gesagt. Ja, wo? Da. Direkt am Eingang. Also nicht da, wo du in diese Schleuse reingehst, sondern da, wo der Raum anfängt. Also Klör kam gerade von der rechten Seite, ist Richtung Leiche gegangen, hat dann gesehen, dass ich komme und ist wieder umgedreht. Kurz vor der Leiche. Ja, weil er die Leiche umgebracht hat. Anstatt die Leiche zu identifizieren, also... Ich glaube, Peric ist safe, weil der stand, glaube ich, am Reaktor. Ich stehe safe, Paul Klör. Ich stehe am Reaktor die ganze Zeit. Raus mit ihm. Hey, du willst jetzt echt einfach Klör rausvoten, deswegen. Ja. Er kam gerade von der Leiche. Von meiner Sicht ist das safe, dass er es ist. Egal, wie obvious er es sagt. Was hast du denn dazu zu sagen, dass du von der Leiche kamst? Ja, weil er die gerade erzeugt hat und dann auf mich zugerannt ist. Das heißt, wenn wir dich raushauen und du bist es nicht, dann muss es Technik sein. Ja, nein, das Problem ist, Peric. Das Problem ist, Anthony ist auch an der Leiche vorbeigelaufen. Ja, ich weiß, deswegen nicht. Oder warst du in den Kranz vorbeigelaufen? Wenn du mich jetzt aber rausmordet... Ich hab sie aber nicht gesehen. Und Technik hat 2 Punkte, ich hätte da gewonnen. Ja, aber was ist denn deine Entschuldigung dafür, dass du von der Leiche wegläufst? Weil Technik sie gerade umgebracht hat. Ja, aber warum hast du die nicht reported? Du kannst doch nicht nichts dann überbasten. Ja, aber der kann nichts machen, Der hat doch wusste ich ja nicht. Alter, komm, hau ihn raus, bitte! Raus mit dem Schmutze! Der ist safe, Alter, der ist einfach nicht... Der kann dir niemals erzählen, Alter. Verschwende, du Opfer! Boah, sei denn mit dir. Ja, vote dich selbst raus, Schmutz. Also... Ihr Vollidioten! Microphone activated.
Alter. Das war doch eigentlich so obvious. Ist doch wirklich, Anton. Wieso, was? Aber Klör, warum spielst du das so? Das ist halt wirklich so, wenn Klör Crewmate ist, ist das einfach so, als hättest du einen Imposter mehr. Ja. Klör rennt an die Leiche ran und rennt wieder weg, Alter, mir entgegen. Da war keine Leiche. Ja. Du hast doch gerade gesagt, da war eine Leiche und deswegen bist du weggelaufen. Ja, tatsächlich weggelaufen. Junge. Also. Er ist einfach so low-brain, Alter. Ich liebe Klör, ne? Das ist so gut. Er ist einfach fucking low-brain, Mann. Aber das ist nice, Mann. Er kann sich bei Klör bedanken, Anthony. Ja. Ich dachte mir in dem Moment so, fuck, verloren, okay. Ja, danke, Mann. Okay, wo wurde sie gefunden? Direkt vorm Licht. Sie wollte wahrscheinlich das Licht wieder anmachen und... So, ich erkläre euch jetzt mal Folgendes. Also klar, wir sind beim Reaktor. Peric und ich sind beim Reaktor, machen Aufgaben und haben nichts gemacht. Wenn eine Leiche entsteht, sind da schon mal wir beide schon mal nicht. Also Jack, nichts reportet sie. Ich war bei der Cafeteria, da ist rechts die Task mit dem Automaten, wo du die richtige Dose rausziehen musst. Anthony, wo warst du? Ich bin am Start. Also Anthony, also es können Technics nur so, also Klör und ich sind wirklich beim Reaktor. Es können, und Klör war die ganze Zeit bei mir und hat das heißt, es können gemacht. Nur Aurik und ich theoretisch sein oder Flo. Oder Technics. Ja, oder Technics halt selber, ja. Genau. Oder Flo. Ja, bei mir am Start ist keiner gerade. Aurik, welche Task hast du gerade gemacht? An dem Automaten, wo du die Dose rausziehen musst. Es ist Technics. Ja, ich glaube auch, das ist Technics. Es ist Technics. Nein, Peric, ich bin es nicht. Entspann dich. Anthony sagt, er ist beim Start. Aurik ja, sagt, er ist in der Cafeteria. Ja, aber die können doch auch lügen, hä? Oder ja, natürlich können die lügen. Um deine natürlich Frage zu beantworten. Ja. Peric hat mich gesehen, wie ich am Anfang vor der Automaten-Task bin ich zu diesem Sensor gelaufen, wo du dich scannen lassen musst. Das ist so bescheuert, ne? Ich sag, das ist Problem. Technics, der einfach nur reported hat, dass er dir gerade eine eigene Leiche umgebracht hat. Mäßig. Okay, wenn wir. Lass uns Folgendes machen. Wenn. Damit nicht nochmal das Gleiche passiert. Wenn wir jetzt Technics rausvoten sollten. Und der ist es nicht. Dann müssen wir zusammen rumlaufen, damit nicht nochmal dieselbe Scheiße passiert. Ja, ich bin es nicht, deswegen solltet ihr mich überhaupt nicht rausvoten, tatsächlich. Dann lass skippen, Alter. Lass einfach skippen. Technics, dass du mit deiner Scheiße nochmal durchkommst. Ich glaube, also Anthony und Technics sind für mich beide verdächtig. Warum denn Aurik nicht, hä? Ja, weil der clean ist. Mikrofon muted.
Es können nur Perik oder Oryk sein. Also ich war oben beim Licht, du hast mich doch gesehen. Ich war oben beim Licht gerade. Ja, du hast mich vorher gesehen, Technik. Ja. Du kamst aber auch von unten. Ja, dann ist es Oryk. Dann muss es Oryk sein. Nein, muss ich bin es nicht, 100% nicht. Anthony, wo hast du den gefunden? Wir sind jetzt gerade zu dritt nach unten gelaufen, Richtung Reaktor von oben aus. Ja, also es kann eigentlich nur Perik oder Oryk sein, weil anders. Wir haben uns gerade alle gegattert oben beim Licht. Ja, nein, machst du nicht. Du warst da nicht. Ich war nur mit Technik. Der ist auch da, aber ich weiß nicht, wie lange. Ja, aber Klör ist runtergelaufen, Perik ist runtergelaufen und Oryk ist runtergelaufen. So, Anton ist der Einzige, der oben bei mir geblieben ist und dann sind wir zusammen runtergerannt. What the fuck? Eben hat Perik und Klör gesagt, lass zusammen gattern. Guck damit mal, wir nicht erwischt werden. Ja, guck mal, das Ding ist, ich sehe bei mir, dass ich es nicht bin. Und wenn Technik sagt, nur du oder ich könnt sein, ich habe die Leiche nicht gesehen. Weißt du, was ich meine, Technik? Er hat eben die ganze Zeit zu Klör gesagt, lass zusammen rumlaufen, damit wir safe sind. Ja, das stimmt, aber die sind dann nicht zusammen rumgelaufen. Ich habe beide getrennt gesehen. Nein, glaub mir, es ist nicht Oryk. Ich bin nicht safe. Wir waren in der Cafeteria noch länger bei mir. Ja. Ja, aber ich bin's nicht, ich bin safe nicht. Nein, Klör ist erst sehr spät gestorben eben. Der ist relativ zeitnah gerade gestorben. Also ich hab weil wir den gesehen, oben gesehen haben. Ich bin direkt zum Licht gelaufen, als das ausgegangen ist. Dann habe ich das Licht gemacht. Technik hat auch gesehen, wie ich das Licht gemacht habe. Ja, das habe ich gesehen. Genau. Und danach ist Klör runtergelaufen. Genau, und ich bin oben rechts hingelaufen. Lass Oryk rauswählen. Es ist Oryk. Es ist ziemlich sicher Oryk. Also Anthony, ohne Scheiß, ich bin es nicht. Doch, es ist safe, Alter. Es kann... Anton, wir waren oben gerade die ganze Zeit zusammen. Ich bin es safe nicht, Anton. Wenn es jetzt Oryk nicht ist... Dann ist er's. Dann ist es Perik. Dann nur zusammen rum. Nein. Dann ist es Perik. Dann gehen wir in Emergency und hauen ihn einfach raus. Es ist Oryk. Es ist Oryk. Wir haben gewonnen jetzt. Konnte Perik doch gar nicht sehen. Oh mein Gott. Schwierig als einziger Imposter, ne? Alter, Junge, Klör, Alter, was ist mit dir los? Alter, warum bist du auf einmal wieder so laut? Ich hab mich gerade so hart erschrocken, ne? Ja, weil ich sag ja, der macht sein Mikrofon safe immer lauter. Oder der schreit einfach so laut rein, dass es auch von alleine laut wird. Aber Imposter alleine ist so schwierig. Das ist schwer, also, ja, vor allem aber es geht. Wie lange sind die denn noch im Rain? Es würde gehen, aber Oryk, dich da... Ja, wie lange sind die denn da unter die Menge was ist mit René und Kel? Lara zu einkaufen, kommt gleich wieder. Was mit Kevin? Der erste wollte doch auch mitmachen, oder nicht? Also starten wir mit schon dem? Mal erstmal nochmal wieder. Ja, wir machen noch ein paar Runden. Zu viert. Zu sechs mal. Die werden. Zu viert, ja moin, du was. Toni spielt doch nicht mit. Ja. Nice, ich bin... Was passiert? Ich möchte mal kurz nochmal an die Gruppe fragen. Ist euch aufgefallen, wer zuerst losgerannt ist aus dem Start? Das war ich. Warst safe du, ja? Ja, ich bin als erstes losgerannt. Weil ich bin schon losgerannt, da war das. Also Bild ich noch bin schwarz. Eigentlich bei mir, war ich der Erste, der vorne war. Okay. Genau, weil das war bei mir auch der Fall. Ja, und das Ding ist aber. Vor mir am Reaktor schon floh. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das geht, mit dem während des Schwarzes losrennen. Ja, doch, das geht. Anthony, also ich kann für ihn nicht die Hand ins Feuer legen, aber ich habe mit Perik fast dieselben Tasks gemacht. Ja, wir haben nämlich die Weiher gefixt im Hauptgang. Wo ist denn Klör Richtung lang gegangen? Oxygen gelaufen. Warte mal. Darf ich mal ganz kurz fragen? Toni, wo bist denn du? Toni ist jetzt beim Reaktor. Ihr seid doch irgendwann mir vorbeigelaufen. Okay, weil ich hab nicht gesehen, wer das war. Wenn das Klör gewesen wäre, dann wüsste ich das. Nee, ich war oben, du warst oben und Anthony war genau, wir waren am Reaktor. Was war jetzt mit Technik? Der war vor dir am Reaktor, oder? Der war vor mir am Reaktor. Ich bin straight up dahin gelaufen. Es kann natürlich sein, dass ich bin auch straight dahin gelaufen. Denkt ihr, der ist in den Schacht gesprungen, dann hoch, oder was? Das überlege ich jetzt. Nein, Anton, du kannst, wenn das Bild noch schwarz ist, kannst du schon nach unten und nach rechts laufen. Okay, das glaube ich jetzt einfach mal. Ich kann da nicht gegen gucken. Das kannst du nächste Runde ausprobieren. Andere Sache, wenn das der Fall ist, hat Flo keine Chance gehabt, Klör zu töten. Ich weiß nicht mal, wo Klör lag.
Ja, ich auch nicht, das wissen wir ja nicht. Du weißt es ja nicht. Wo ist Klör denn am Anfang hingelaufen? Der war ja nicht bei Flo am Anfang. Der war bei mir und Auri kurz und dann war der bei diesem Met-Raum, glaube ich, und dann ist der, glaube ich, auch nach oben gelaufen. Dann muss das einer von euch beiden gewesen sein. Nein, Auri kann es sein. Also ja. Auri war safe nicht, der war die ganze Zeit bei mir. Der war es nicht. Auch nicht für eine Kleinigkeit. Ja, ja, wir waren durchgehend, wir haben echt legit jede Task zusammen gemacht. Ich bin nämlich am Ende bei der Cafeteria gelandet, da hatte beide, glaube ich, noch die Wire-Task, ne? Genau, wo wir den Müll runter. Ich bin vom Reaktor gerade zum Emergency-Call-Button, auf dem Weg habe ich keinen Klör gefunden. Die einzige, die mir delayed entgegengekommen ist, war Elena. Wie ist entgegengekommen überhaupt? Elena, wo warst, was hast du denn so gemacht? Ich hatte am Anfang eine Quest, danach bin ich direkt hoch zum Reaktor. Welche Quest? Ich bin ja, die rechts. Welche denn? Was ist das für eine? Am Anfang die rechts. Ja, was ist das für eine? Die, wo man diese Knöpfe drücken muss. Rechts ist nur die Met-Quest. Behaltet Elena im Auge. Nein, ich meine am Anfang, auf der rechten Seite. Ja, ja, Elena, schon klar. Da musst du einen Knopf drücken, also tschüss. Oh, ihr habt sie nicht ausgewortet? Microphone muted. Okay, ich habe Auri gefunden. Anthony und Technics, ihr wart beide bei mir. Also ich war die ganze Zeit beim Licht. Technics hat mich gesehen. Wo warst du? War beim Licht. Wo warst du, ich habe das Licht angemacht. Ich war gerade eben noch mit Flo im Spawn, bis das Licht ausgegangen ist, da habe ich ihn verloren. Ja, das stimmt. Technics, was hast du gemacht? Bin dann nach oben gelaufen. Ja, Technics war bei mir, wir waren beide beim Licht. Also einer von euch lügt safe. Nee. Weil Technics, Anthony und ich waren die einzigen mit Auri im Reaktorraum. Nee. Und da ist er gestorben. Einer von euch beiden. Nee, wir waren zeitweise alle fünf da. Nein, wir waren alle fünf. Danach seid ihr weggelaufen. Und Technics war der Einzige, der noch oben mit war. Technics, was hast du da gemacht? Hä, wo war ich? Also, als ich beim Licht war, also ich war zuerst. Ich war nur in der Schleuse, falls nicht genug Leute hingehen. Vor der Schleuse wurde er gekillt. Nee, ich bin mit Flo vorne der Schleuse aus weggelaufen. Warum? Das macht keinen Sinn. Wenn er nicht jetzt gerade gestorben ist, dann war es nicht Flo. Ja. Und dann war es aber Elena, nicht, wann er gestorben ist. Ich bin runtergelaufen, hab die. Ja, wir sind zu dritt runtergelaufen. Flo war mit in der Schleuse. Die beiden sind alleine oben geblieben. Ja. Raus mit ihr. Sie hat eben schon so. Ja, ich war als allererstes am Licht. Was und hast du denn da oben, super spät. Oben? Was hast du da für eine Quest gemacht, Elena? Bei den Blumenkübeln. Was ist das? Nee, was war das? Ich hab die Pflanzen gegossen. Also, ich glaube irgendwie nicht, dass es Elena ist. Das kann doch sein. Die kann doch schon längst tot gewesen sein. Du kannst das doch auch triggern. Also, keine Ahnung, zum Lichtrennen ist ja kein Proof machen. Keine Ahnung, ich glaube, dass es Technics ist, ehrlich. Ich glaube, dass es Elena ist. Ich bin immer noch von Anfang an der Meinung, es ist Elena. Ich habe irgendwie das ungute Gefühl, dass es Anton ist, warum auch immer.
Und er played out, outplayed uns komplett. Ich war mir relativ sicher, dass es Elena ist. Ja, ich auch, aber jetzt... So, aber Elena, du hast rechts... Welche Task hast du rechts unten gemacht, die mit Knöpfen drücken? Aber das Schlimme nicht ist... Nicht im Medbay, am Anfang, ganz am Anfang, am Startpunkt, auf der rechten Seite. Aber da musst du nur einmal welche Knöpfe musstest du drücken? Den einen, großen. Ja, nur die Letters halt. Aber, ja, keine Ahnung, das... Wir müssen den rausboten. Ja, nee, ja, scheißegal. Ich hab Elena gewotet. Ich hab auch Elena gewotet und ich glaube, es ist falsch. Ich glaube, es ist Technics tatsächlich. Nein, ich bin's nicht. Glaub mir einfach, Perik. Wir sind's nicht. Alter, ich hab das so gut gespielt. Du hast es echt gut gespielt. Junge, ich hab das so gut gespielt. Junge, ich hab so gut gespielt. Ich war nicht ich hab schon gezweifelt an mir. Junge, ich war in Zweifel an mir. Ich bin tot. Ah, Orik, sei ehrlich, hab ich das gut gespielt oder hab ich das gut gespielt? Du bist skrupellos. Direkt am Anfang, ich mach die Quest, wo man die Analyse starten muss. Bam, tot. Ich hab, Junge, ich hatte auch so ein schlechtes Gefühl, ne? Ich hab ihn auch irgendwie hoch zum Mac. Vor allem das Lustige ist, ich hab so gezweifelt, ne? Ich hab die ganze Zeit schon gedacht, es ist Elena, es muss Elena sein, weil die sich auch richtig komisch rausgeredet hat. Jo. Also ich bin da meine Steinchen am Sortieren und auf einmal flatscht den großen Knopf. Ja, und ich hab das so gut gespielt, Junge, ich war zuerst am Licht und hätte gar nicht auch mit umbringen können, trotzdem wurde ich. Fucker. Boah, Technik ist wieder los, wenn jetzt wieder jemand am Start umgebracht wird, weiß ich, wer es ist. User joined your channel. Wen hast du gefunden? Ich habe... Oh mein Gott, nichts gefunden. Sind schon drei tot? Du hast mich gesehen, ne, von wo ich kam, oder? Hä? Elena, wir sind die ganze Zeit zusammen rumgelaufen. Ja. Es ist 100% Perik. Ja. Du hast doch gesehen, von wo ich kam, oder? Nein. Wir sind die ganze Zeit rumgelaufen. Wir waren die ganze Zeit in der Cafeteria. Ja. Komm, Elena. Ich bin's nicht. Aber wenn du denkst... Also du hast gesehen, von wo ich kam, ne? Nur so. Also ich glaube, das ist Aurig, ist Elena.
Ich vote für Aurik. 100% nicht, Elena. Oh, wir sind die ganze Zeit rumgelaufen. Die Aurik hat mich gesehen, von wo ich kam. Und er Elena, war der erste an der Leiche, Elena. Gemacht habe, wir waren in der Cafeteria. Ich habe in der Wo hast Storage du den denn gefunden? Er ist von der Cafeteria links hingegangen und hat direkt die Leiche gefunden. Ich kam von oben. Ich kam von oben von dem Oxygen. Der Elena. Ich sag dir, wir sind ja von Norden gekommen. Wir waren im Norden beim Licht und sind dann Richtung Cafeteria gelaufen. Denk an, Elena, wenn du den falschen votest, ne? Elena, wenn du den falschen votest, hat er gewonnen, ne? Ich kam von oben und er hat auch gesehen, von wo ich kam. Das heißt, Elena, er wusste, dass ich da bin. Wir sind die ganze Zeit rumgelaufen. Ich hätte dich die ganze Zeit töten können. Es ist Aurik, safe. Er hätte mich die ganze Zeit töten können. Ja, er hätte dich töten können, aber vielleicht hat er auch Cooldown gehabt. Aber Aurik hat gesehen, dass ich von oben gekommen bin und die Leiche lag unten irgendwo in der Ecke. Und er ist direkt straight auf drauf gelaufen. Vertrau ihm nicht, 100%. Wir sind die ganze Zeit rumgelaufen. Ich sage dir, Elena, ich bin gestorben und Technics. Mach, du musst selber entscheiden, aber ich bin's nicht, ich schwör's dir. In dem Zeitrahmen hätte ich hab, die waren noch gar nicht bei uns. Also, wir haben Technics und Anthony nie gesehen. Ich bin so viel mit der Aurik rumgelaufen. Das war so ein Fehler, Elena, ey. Warum lachst du so? Jawohl. Also, Legend auf der Map, ne? Fast das ist so schwierig, das ist so Also, ich hab in der. Ich hab im Bef-